Ole Ole YouTube und ein Pschuschu an meine Freunde des gepflegten Schusses. Willkommen nochmal bei Destiny, diesmal Eisenbanner. Wir haben gesehen, dieses Mal mit dabei Hände und Füße mit 36 Licht. Vielleicht gönne ich mir nochmal die Fuse. Ich habe nämlich nur diese beknackten Raid-Dinger und dieses Verbeulte, das war ganz... Hat schon was ein bisschen, aber da sehen die Eisenbanner-Dinger natürlich wesentlich erotischer aus. Hände haben wir schon. Muss ich mal gucken, weil ich habe hier ein kleines Finanzproblem. Und Destiny, muss ich sagen, bin ich momentan auch gar nicht so viel online. Das heißt, muss man echt mal gucken. Dabei haben wir den Titan. Ich habe den PvP-mäßig ausgelegt. Man sieht schon, der hat die entsprechenden Waffen dabei. Hier Yoldas Hammer, Efrid Speer. Yoldas Hammer kann ich sehr empfehlen für PvP. Macht auf jeden Fall riesen Laune, relativ präzise, macht gut Schaden. Efrid Speer genauso, also 3 Schuss und macht Mordsdamage. Also bockt. Vor allem die Eigenschaft, dass sie beim Headshot dann explodieren, ist natürlich Bombe. Suros-Regime ist klar, darf nicht fehlen. Falkenmond wollte ich mal testen, PvP. Timurs Fleischpeitsche wollte ich auf jeden Fall leveln. Ich wollte mal gucken, wie die ist. Die hat auf jeden Fall eine monströse Schlagkraft. Ihr seht schon, da ist noch nicht so viel passiert. Wird aber kommen, wird gemacht. Und die ist halt keine Hand außerhalb, ein bisschen außerhalb mal ein bisschen rumspassen. Hier dabei die Pampers für den Titan, für mehr Punkte. Genau wie Titel und Shader. Was wir jetzt nicht haben, ist der Dämmerungsbuff. Weil, wie gesagt, ich bin kaum noch online. Dämmerung habe ich jetzt gesagt. Lassen wir mal weg. Ich spiele erstmal mit Attack. Wir müssen mal gucken. Vielleicht switchen wir nachher noch. Werden das Ganze kompensiert über den Helm. Da ich ja bei Destiny so geiles Lootluck habe, habe ich noch keinen Helm bekommen. Das heißt, wir werden erstmal bei dem bleiben. Oder nehmen wir Dinne. Das werden kriegen wir sowieso so gut wie gar nicht. Sturmfaust stellt etwas was. Müssen wir gleich mal gucken. Vielleicht ist der Helm dann doch besser. Also ich habe vorhin schon ein, zwei Runden angezockt. Es ist schon wieder so eskaliert, dass ich die Aufnahme abbrechen musste. Ich habe erst gedacht, machst du Way to Eisenbanner, dass du dann ja, so eine Serie quasi davon machst. Aber da will ich gar nicht lügen. Ich werde wohl so auf Rage, dass ich das Spiel dann wohl verlassen werde. Und das hier, das ist so eine Map, die hat definitiv Potenzial dafür. Definitiv. Also die Flaggen wurden hier umgestellt hierbei. Kontrolle. Das heißt, die A-Flagge ist jetzt... Ja, lass mal gucken, wo wir spawnen. Erobern ja, auf der Kackseite. Die A-Flagge ist jetzt hier unten. Die C-Flagge da... Oh, aim on point hier. Die C-Flagge da hinten, die haben sie auch ein Stückchen zurückgesetzt sogar. Und die B-Flagge liegt so bescheiden, die kann man eigentlich... Wow. Weiter Zone B erobert. Hier rennt doch immer einer rum. Führung abgegeben. Ja, ich wusste Führung. Die B-Flagge, die kann man so optimal von C halten. Da hast du von A eigentlich schon gar keine Chance, wenn du da. Da hast du nur die Tür oder du musst es hier komplett umlaufen. Das ist einfach so. Das ist so bescheiden gemacht. Okay, Kollege spielt mit roter Tod. Kann Sinn machen, muss aber nicht. Ja, wir sehen auch schon, die machen die Seiten hier gar nicht mal so uncool dicht. Also die wissen schon, was sie hier machen. Meine Teammates stehen zum großen Teil sogar noch in der Base rum. Das heißt, die sind wohl nicht die Oberplayer. Oh, wir verlieren sogar A. Oh, ist das schön. Ja. Oh, er smiped die Flagge hart an. Auch geil. Ja, komm. Hast mich schön unterdrückt. Zone C neutralisiert. Hilft dir aber nichts. Ah, jetzt bin ich trotzdem am Arsch. Ja, wenn man hier alleine steht und da kommen 3, 4 Leute, dann kannst du natürlich wenig machen. Dafür ja, dauert es auch zu lange, den Schaden rüberzubringen. Da man ja erst das Schild runterkloppen muss und dann an der HP-Kratze, die der Kollege hat, gestaltet sich das als doch recht problematisch. Gucken wir mal. Also, ich habe gestern noch ein bisschen Battlefield gezockt. Battlefield 4. Da ist die Lenkung schon nicht so direkt, wie ich finde. Also im Vergleich zu Theorie zum Beispiel. Aber im Vergleich hierzu ist sogar die Deutsche Bahn so pünktlich, dass man sie direkt anwesend nennen kann. Der war gar nicht mal so schlecht. Vielleicht ein bisschen ausbaufähig. Ja, auf jeden Fall geht hier gar nichts. Also die Lenkung ist wirklich... kann eigentlich nicht deren Ernst sein. Da mal eine Nate hin, das kann nicht schaden. Wir brauchen noch Postmortem.
Ich habe jetzt auch wow, normale Aufträge mit. Und noch ein paar, weil es noch vor 10 ist, habe ich noch ein paar von den Eisenbahner-Dingern dagelassen. Drei Waffenteile. Genau, meine Waffenteile waren weg. Die müssen nachher jetzt mal suchen, wenn ich die Waffen hochleveln will. So, jetzt gucken wir mal aufs Radar. Wo sind meine Kollegen? Das geht mir doch ein bisschen auf den Keks. Ja. Schwere Munition kommt. Okay, dann, wenn wir schon mal da sind, dann nehmen wir auch die schwere Muni mit. Klar. Damit reißt man wenigstens ein bisschen was. Ich hoffe jetzt nur, dass wir die nicht verpasst haben. Schwere Munition. Nee, haben wir nicht. Warten wir noch ein bisschen. Okay, die wollen alle keine, dann kann ich da auch nichts für. Ich hab's versucht. Da nimmt tatsächlich einer C ein. Probitter. Nehmen wir noch mit. Also wie gesagt, mit den Schwerwaffen kann man ja noch was reißen. Wobei diese Runde, da muss ich ganz ehrlich sagen, das wird wohl wieder so ein Münzending. Also für die Verluste kriegst du ja die Münzen. Ich gehe mehr als stark davon aus, dass es sowas sein wird hier. Einfach weil meine Teammates C nicht geschossen haben. Bei dieser Map, wenn du C nicht hast, dann kannst du einfach. Ist einfach so. So, jetzt spawnen sie sogar mal bei C. Also wenn sie jetzt nicht hinkriegen, dann kann ich gleich rage und quitten, wie auch immer. Der Feind hat Zone A erobert. Zone C. So, B haben wir auch schon. Jetzt können wir mal sehen, wie toll das geht, wenn man die Zone C eingenommen. C-Flagge hat. Wie toll man da verteidigen kann. Da wechsle ich doch gerade nochmal auf den Schnitz dafür. Und dann kann man sich hier auch noch ein, zwei snacken. Aber wir sehen schon, die Posis. Also da oben kann man nur durch die Tür rein. Oder von der Seite. Und man kriegt hier das Ganze recht gut ins Visier. Also man kann... Oh, da wird gerade eingenommen. Ah, ja. Die sind natürlich auch nicht doof. Die wissen das und versuchen hier schon wieder an die Flagge ranzukommen. Wir machen mal die Seiten dicht. Das ist für mich wichtiger, da wir sowieso momentan spawnen. Das heißt, die Flagge kriegen wir sowieso... Früher oder später wieder, so wenn wir den C-Spot hier halten. Deswegen, meine Freunde, kann ich empfehlen, was ich immer mache, immer über dieses Dach hier, oben drüber zu C, so wie er es hier gerade unten probiert, Flagge einnehmen, rein campen, nennt es meinetwegen so, ist mir wurscht, strategisch patrouillieren und die Flagge halten. Er probiert es, glaube ich, wieder von außen oder dieses Mal von oben. Ne. Dieses Mal von oben. Gucken wir mal nicht, dass wir hier... Ja, man muss natürlich ein bisschen aufpassen. Also es ist trotzdem immer noch tricky teilweise. Aber ihr seht schon, man kann hier... 10er Kill-Serie. Ah, hätte ich mal die Bounty mitgenommen. Oh, genau die habe ich da gelassen. Ah, ist natürlich bitter jetzt, ne? Gerade die 10er Kill-Serie, da kann man teilweise auch echt 4 Minütchen dran rumknabbern. Das ist tatsächlich so. Jetzt habe ich meine 10er Kill-Serie hier durch. Das ist natürlich... Okay, natürlich erkennt, ist klar. Aber, haben oder nicht haben, ne, meine Helden? Jede Bounty bringt einen hier ja weiter. Ich habe gedacht, lässt ihn nochmal da. Die kannst du auch später noch abholen. Hast ja Zeit. Ja, nee. Schwere Munition kommt. Schwere Muni kommt. Wir haben immer noch die erste. So, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Schwere Munition verfügbar. Schwere Muni ist da. Ach, die Kollegen. Das ist ja... Ja, okay. Schade. Einfach schade. Gut, was sagen die Punkte? Wir führen. Kann sich aber alles noch ändern, wenn die hier geschissen kriegen, die C-Flagge zu nehmen. Deswegen habe ich immer primär ein Auge auf die Flagge. Also gut wie immer. Ja, wir sehen auch schon, die kommen hier gut. Der spielt da oben mit Funi. Hätte ich vielleicht mal in Deckung gehen sollen. Egal, noch einen Schluck aus dem Energy Drink und dann... Dann gucken wir mal. Ich hoffe jetzt nur, wir verlieren die Flagge nicht. Weil dann können wir nämlich gleich begutachten, wie hier so ein Wechsel vonstatten geht. BZW, was hier dann so kommt. Oh, er hatte dieselbe Idee wie ich. Der verkackt, ich verkackt. Der hat es nicht verkackt. Der C verloren. Was sagen denn meine Bounties? Können wir irgendwas schon wieder... Gleich können wir hier die abgeben. Postmortem. Gut, dann können wir die Granaten schon wieder wechseln. Yeah, killen. Zone A neutralisiert. Gewinne 3 Schmelztiegel-Matches.
Ja, ihr seht schon, läuft. Das könnte tatsächlich die erste werden, die erste von drei. Zone C eingenommen. Zone A. Ich muss unbedingt sehen, dass sicher. Ich die normalen Bounties rauskriege, damit ich die 10er Kill-Serie USW, ETC, PP mal durchkriege. Aber das Zone sind B alles hoch erotische Punkte, ne? Ja, Jungs, die wollen einfach mal nicht sterben. Ja, gucke mal. Gucke mal. Keine Ahnung, Zone welche Bounty C das war, aber. Sie ist fertig. Zone C ist sicher. Sehr schön, sehr schön. Sie hat es mit der C-Flagge kapiert. Da hören wir sogar Wunderbärchen, Leute. So logisch mit das. Jetzt können wir hier wieder fein. Zone A verloren. Ich spiele auf einer Granate? Ja, ich glaube. Also, erstmal hier. Zone A 0 HP. Direkt 0. Ja, jetzt mal hier, da müssen wir meinen Spot rum. Zone D ist neutralisiert. Müssen wir uns das Ganze. Ich kann ihn ja als Deckung benutzen. Machen wir das mal so. Zone B ist sicher. Ja, komm. Schieß doch nicht weg. Kommt keiner. Jäger. Ja, das ist dann immer geil. Also Blade Dancer kriegst du nicht. Und warum man ihn hier nicht kriegt. Vielleicht war ich auch nicht zu spät drauf. Mal sein. Trotzdem hat mein Schuss da gefühlt mal eben gar nicht gezogen. Ja, jetzt geht's ja aber rund, die wollen ja nochmal irgendwas heißen. Das merkst du. Die letzten Minuten sind dann immer. Da ist dann immer gut was los hier. Ah. Wow. Was? Ah, ich brauch meine Granate leer. Ich glaube, Postmortem war das vorher, die ich bekommen habe. Schwere Munition kommt. Egal, nehmen wir nochmal schwere Muni mit. Zone B verloren. Das ah, ist wir, haben ja, wir haben ja so weit das Polster. Ist ein kann ja nichts. Wow! Kann ja nichts. Schwere gehen. Munition. Feind so. Hat Zone B erobert. So, Feind hat B, war absehbar. Ja. Wie sie sich einfach nicht beruhigen. So, macht man hier Snipe da? Nein, das ist schon davor rum. Gut, den haben wir schon mal. Das ist immer gut. Wenn ein Kills der schwere Muni hat, das immer gut. Ist einfach wenn so. Wenn wir so weitermachen, ja, gucke. Können wir hier wirklich schön gewinnen. Punkte bekommen. Drei Münzen eingelöst. Eine Bounty. Die geben wir jetzt erstmal ab. Vielleicht kriegen wir das zeitlich sogar noch geschissen, dass wir dann nachher gucken, was es da beim Eisenmanner gibt. Wir haben nämlich was gesehen, haben eine schöne Pumpe mit Mords Reichweite. Zwar nicht. War das Reichweite? Ja, doch, Reichweite und gut Schaden. Aber Nachladen und so war halt etwas kacke. Ja, und die Scout, die hatte ich schon mal in der vorherigen Version. War aber nicht der Burner. Das weiß ich noch. Die war einfach nicht der Knüller. Gut. Das heißt, bei diesen Ladezeiten, die wir jetzt hier haben, kann das ja, noch gute 10 Minuten dauern, bis wir dann im Turm sind. Das ist immer so ein bisschen Zeitfresser, was da geht, ne? Ist auch so, wenn du irgendwie einen Raid machst und dann hast du irgendwie noch was auf der Bank liegen lassen, das du schnell holen willst. Irgendwie Raketenwerfer hast du nicht gewechselt oder auf dem falschen Char liegen lassen. Wenn du dann sagst, ich muss mal eben umloggen, mal eben die Waffe holen, ey, dann sind schon wieder 20 Minuten weg. Das ist so ätzend bei dem Spiel. Wahnsinn. Die leveln wir gleich mit der fertigen Bounty ein bisschen. Ja, wird nicht so viel ausmachen, aber. Relikteisen können wir uns gleich nochmal für die PvP-Marken holen, da ich die sowieso nicht einlöse. Ein paar Jäger, die kriegen wir auch noch ratzfatz. Und dann gucken wir mal. Jetzt nehmen wir mal die 10.000 Punkte. Bounty mit vom Eisenbanner, damit wir die schon mal fertig haben, weil die geht recht knackig und vielleicht habe ich die dann. Na, es ist gleich 10. Es ist gleich 10, wenn wir landen. Dann können wir auch eben gucken, was Xur hat. Mache ich aber gleich. Da mache ich noch so ein Video von. Vielleicht lade ich dann beide zusammen hoch. Muss ich mal gucken. Beziehungsweise vielleicht lade ich es auch nur, wenn Xur was Interessantes dabei hat. Die letzten 10 Male war ja wirklich Rotz ohne Ende. Ich meine, was willst du mit der Pisse? Brauchst du da keiner Sau zeigen? Da wird es einfach gleich. Ach, egal, Leute. Ihr werdet sehen. Ich werde es im nächsten Kommentar dann auf jeden Fall zeigen. Oder sagen. Also wenn Kacke ist, werde ich sagen und fertig. Gebrauchen kann ich eh nichts mehr. So, wir befinden uns mal wieder im Anflugbild. Kann auch dauern. Kann man ein bisschen Blick auf Inventar werfen. Ich könnte mal wieder ein paar Synthesen kaufen. Synthesen! Schwere Synthesen könnte Xur mal mitbringen. Da hätte ich nichts gegen. Aber vielleicht haben wir ja Glück. An Münzen haben wir jedenfalls genug. Ich meine, irgendwie 213 oder so. Lichtpartikel waren jetzt, glaube ich, nur 23. Aber, ich meine, an den Gramm hat er eh nichts mit, an exotischen. Jedenfalls meistens, also ist das. Selbst wenn. Ich brauche keine exotischen Engramme mehr. Ich habe eher Interesse an den Waffen. Galahorn, das wäre mal was. Seit Ewigkeiten warte ich auf fucking Galahorn.
Krieg ich dich. Krieg ich dich. Darf ich nicht haben. Ich hab's auch aufgegeben. Genauso wie Kota. Ist nicht so, dass wir unfähig sind. Ich krieg noch mal die Gruppen, wo einer... Oh my goodness. Oh my damn. So, da hat das Video abgebrochen. Muss ich mal gucken, ob da einer zusammenschnipseln kann. Wir geben einfach mal die Bounty ab. Und holen uns die neue... Da wir jetzt sowieso im zweiten Video sind, können wir da tatsächlich auch gucken, was Sur dabei hat. So wie ihn denn finden. Aber es zahlt sich, tritt vor. So. Wenn du eine echte Herausforderung hier haben wir die Hände und die Füße, jeweils mit 36 Lichtfüße. Moment, jetzt haben wir die Pumpe erwischt. Füße, ich finde die auch von der Optik eigentlich ziemlich geil. Muss ich sagen. Also man sieht sie jetzt nicht gut, aber ich finde die eigentlich wohl bockig. So, was wollten wir mitnehmen? Die 10.000 Punkte nehmen wir mit, weil wir haben ja gesehen, für die 10er-Serie, da haben wir ja Zeit für. Pumpe. Schlagkraft. Monströs. Reichweite für eine Pumpe auch ganz sehr brauchbar. Feuerrate. Pumpe halt, wenn die erste Kugel sitzt, brauche ich auch keinen zweiten Schuss. Und der ist mir Banane. Die Scout. Ja, Schlagkraft, monströs, Feuerrate. Ist für den Arsch, ich habe schon getestet. Die macht Fatz. Neue Herausforderung. Dann, Allerdings ist es dann auch noch zwei Kugeln meist tot. Ich habe es aber nicht auf dem neuen Level. Wir gucken jetzt erstmal, wo Xur ist. Ihr müsst das also. Ich nehme ja jetzt auf mit hier dem PlayStation-Aufnahmedingens, ja. Wenn die Videos hier einfach abbrechen, dann müsst ihr das entschuldigen. Da kann ich wenig machen. Gut, hier ist Xur nicht. Ehre wird einem nicht geschenkt. Da ist er auch nicht. Ich tippe schon fast auf Hangar. Gucken wir mal. Dass die da, wieso haben die den auch... Ja, ist ja toll, dass er ein Agent der Neuen ist und irgendwo versteckt werden muss, aber dass der dauernd woanders steht, ne? Weiß ich nicht, ob das sein muss. Ist eigentlich nur nervig. Willst du eben zeigen, was Xur hat und latsch eine halbe Stunde rum wollen und ich weiß, wo er steht. Da ist er nicht, aber hier ist schon wieder relativ viel los. Das heißt, wir könnten hier tatsächlich Glück haben. Gucken wir mal. Na, nicht? Nö. Ja, dann bleibt nur noch die Ecke mit der neuen Monarchie. Und wenn nicht, muss ich umloggen, weil ich genau um 59 im Anflug war. Also um 9.59 Uhr. Und ab 10 Uhr ist er da. Das ist natürlich jetzt die Frage. Hat er mich jetzt... Ach, das ist so schön. Der Code ist er doch. Ich liebe die Spiel. Schwammige Lenkung bis nach Mappen. Wo haben wir das schon mal gesehen? Egal. Hey, Peter. Ich kann dir nicht helfen. Ach ja. Kannst du besser in Facebook gucken, ob er gerade, wo er gerade steht, ob er gerade steht, wo er gerade steht, warum er gerade steht. Aber da hinten, das... Ich hoffe, er ist jetzt hier. Wenn nicht, dann... Zu viele Herrscher. Da ist er doch. Nicht. Oh. Ja, dann gehen wir nochmal in Orbit und fliegen nochmal rein. Ja, das ist ja wieder, so geht dann die Zeit ins Lande. Ist das nicht herrlich? Aber tatsächlich die ID bekommen noch vor 10 Uhr. Gut. Und so daneben, ich überlege sogar gerade, ob heute wirklich Freitag ist. Aber heute ist Freitag. Definitiv. So, komm. Ich will weitermachen. Ich will mich durch Scheißenbanner quälen und fertig werden. Ja, jetzt wieder eine halbe Stunde Anflug. So, ihr könnt ja auch mal äußern. Was ihr euch wünscht. Also wenn ihr wirklich sagt, hier Battlefield 4, hier schön die kleinen Herrschaftsrunden, werde ich das gerne bringen. Ich glaube, ich werde es auch so mal hochladen, einfach um den Content ein bisschen zu verbreitern. Ja, ansonsten Advanced Warfare ist so gar nicht mein Spiel. Also mega der Fehlkauf. Mega, ich kann gar nicht, das ist unbeschreiblich, wie scheiße das Spiel ist.
Diablo 3 habe ich auch noch da. Macht auch Bock. Allerdings habe ich da teilweise gemoddete Gegenstände, teilweise auch nicht. Ich meine, das sind die Rüstungsteile, kann man auch ablegen, wenn es darum geht. Aber ich finde dieses gemoddete Zeug da, ja, wenn du da eine Gruppe suchst, einfach random und die Gruppe, ja, da ein gemoddet dabei ist, dann, ja, dann ist das halt so. Na, hier ist Xu auf jeden Fall da. Aber mit den gemoddeten Dingern, ja, da rennst du halt durch wie Waffe mit MG, ne? Also hättest eine MG mit. Ja, schon wieder andere. Ist hier tatsächlich mal was Interessantes? Ich bin ein Agent der Neuen. Ja! Ich kann da nichts von gebrauchen. Ich habe sowieso kein Geld. Passt super. Kein Land außerhalb. Ich glaube, die habe ich sogar auf über 300. Titanbrust. Alpha Lupi. Einfach mal der Vollständigkeit halber. Haben wir die? Nein. Dann nehmen wir die einfach mal mit. Einfach, weil wir es können. Damit wir mal ein paar Münzen weg loskriegen. Leere Fangzahn. Habe ich keinen Bock drauf. Gucken wir mal, wie meine Sniper aussieht. Die ist... Ah, gucke. Gucke. Die ist jetzt 307. Moment mal, wieso ist die 307? Okay. Jetzt war ich gerade kurz, stand ich gerade kurz auf dem Schlauch. Gut. Auf jeden Fall nehmen wir das Engramm nochmal mit. Aufleveln können wir nix. Oh, schwere Synthesen. Das ist super. Das finde ich gut. Da decken wir uns erstmal gediegen mit ein. Weil für Münzen kann ich da jetzt mal ordentlich zuschlagen. Ansonsten an Klamotten zum Aufleveln kann ich auch nichts gebrauchen. Da könnte ich die Multifunktionswerkzeug aufwerten. Das letzte Wort habe ich hochgewertet. Monte Carlo. Ich habe da auch kein Geld für die Monte Carlo. Das sind so Exo-Waffen, die spiele ich auch gar nicht. Verstehe nicht. Also finde ich. Ja, verstehe nicht. Ich meine, selbst schuld. Die Exo-Waffen, ich will sie auch nicht wegtun, ne? Dann lässt sie auf dem Bankfach liegen. Denkst du, ja, vielleicht kriegt sie nochmal einen Patch oder bla oder blub oder wird nochmal stärker gemacht. Aber effektiv werden die auch nicht gespielt. So, wie viele Synthesen haben wir jetzt? Reicht eigentlich. Ja, Leute, dafür, dass ich sowieso nicht mehr spiele, reicht das jetzt lang und schmutzig. Dann gucken wir nochmal eben, ob ich meine Waffenteile finde und dann machen wir auch direkt weiter. Dann habt ihr hier nochmal so einen kleinen Break, den wir da beim letzten Video hinten dranhängen. Hier, roter Tod, nicht gelevelt. Spiele ich noch nicht. Die werde ich aber noch leveln. Vex, was willst du damit? Spielst du nicht mehr. Multitool, spiele ich nicht. Ist aber geil, ist aber geil. Monte Carlo. Ist sogar gelevelt, gucke. Ist sogar die neue. Spiele ich aber nicht. Waffenteile sind nicht aufzufinden. Habe ich auf dem anderen Char. Ich werde jetzt nicht hin und her loggen. Das mache ich zwischendurch. So, gehen wir das Engramm mal abgucken, das was hier da drin findest ist. Du in keinem Codex. Krypte noch hoch? Nein, kriegen wir nicht. Und wir kriegen wieder die... Ja, die gleiche Brust, die wir gerade gekauft haben. Sauber, Mädels. Sauber. Fick dich doch. Vielleicht sollte ich erst... Ich sag das jedes Mal. Ich sollte erst das in Gramm und dann kaufen. Ich hab da jetzt auch gar nicht drüber nachgedacht. So, ab in Orbit. Ich mach die nächste Runde an. Leute, ich wünsche euch was. Bis dann.